Ja, hey Leute, heute gibt's ein neues Video und zwar nur ein ganz kurzes, aber vielleicht ganz hilfreich für Leute, die ab und zu mal was aus dem Internet kopieren wollen, es ist aber keine Kopierfunktion von der Grafik oder sowas gibt. Zum Beispiel gibt's sowas auch bei PDF-Dateien oder wenn man irgendwas aus einem Video rauskopieren will. So, dafür habe ich immer was vorbereitet. Bei Google sucht ihr nach Screenshot. Und dann könnt ihr im Prinzip hier das am besten bei jip.de herunterladen. Vollkommen kostenlos. Es wird auch nie irgendwie eine Vollversion geben, denn das ist die Vollversion. Und ja, was man mit diesem Ding hier machen kann, ist eigentlich folgendes: Wenn man zum Beispiel jetzt hier diese Grafikwerbung hat, man will das zwar normalerweise nicht, aber nur mal zum Beispiel, gibt es jetzt hier unten, wenn man das Programm installiert hat, so eine neue Grafik, die nennt sich Screenshot. Wenn ihr da mit einem Rechtsklick drauf geht, gibt es hier ein paar Bereiche, unter anderem den Bereich abfotografieren. Da klickt ihr drauf und jetzt seht ihr hier so ganz leichte grüne Linien. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut zu variieren und zu einstellen. Und jetzt kann ich hier einen Rahmen um das Feld hier herumziehen, loslassen und dann zeigt er mir es im Editiermodus an. Und nun kann ich das Ding hier eventuell gleich bearbeiten, wenn ich das noch will. Oder ich kann dann einfach Datei speichern untermachen und kann das dann dorthin speichern, wo ich möchte. Es gibt auch noch eine andere Funktion, denn man kann hier dann auch einstellen, in den Einstellungen, wo man das hinhaben will. Das heißt, man kann es auch gleich in den Zwischenspeicher, also dass man das dann mit Steuerung V, also einfügen kann. Und dafür gibt es hier oben die Ausgabe. Und hier gibt es jetzt Screenshot Ziel im Editor öffnen. Das finde ich jetzt eigentlich so das Geschickteste. Dann gibt es in Zwischenablage kopieren, an Drucker senden, speichern, unter. Da kann man das dann gleich einstellen, dass es jedes Mal auf dem gleichen Dateipfad speichern soll. Sofort speichern und in eine E-Mail anhängen. Und hier kann man dann auswählen, wo man den Speicherpfad haben will. Und kann auch das Bildformat, ob man es in JPEG oder PNG-Format haben will. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Zum Beispiel auch hier in einem Video, was ich ja letztens hochgestellt habe, kann ich hier einfach Bereich abfotografieren. Kann das kurz auswählen, loslassen. Und dann habe ich hier diesen Bereich abfotografiert. Oder ich kann einfach drauf gehen, kann Fenster abfotografieren, draufklicken und da habe ich hier eine ganze alles, was auf meinem Desktop im Moment mehr angezeigt wird. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kommentiert das Video. Ciao.